David Lynch. Ein skurriler Regisseur mit skurrilen Filmen. Doch sein Schaffen hört dort nicht auf. Bis morgen kann man sich direkt in München noch seine Werke als bildender Künstler genauer anschauen. Und der Galerist Karl Pfefferle sieht sogar Tieferes in den düster anmutenden Zeichnungen und Fotografien des Regisseurs. Meine Emotion ist die, dass er ein großartiger Maler ist, dass er eben Dinge mitteilen kann, die nicht mit Worten allein mitzuteilen sind. Das ist eigentlich das Geheimnis. Tatsächlich wollte Lynch das vor seiner Karriere auch tun. Nachdem er allerdings als Regisseur an Bekanntheit gewann, traten seine künstlerischen Bestrebungen ein wenig in den Hintergrund. Wie kam Pfefferle also überhaupt auf Lynchs Werk? Ich habe eine Ausstellung gesehen von ihm in Paris, Fondation Cartier 2007. Und die hat mich so tief beeindruckt, dass ich eigentlich ganz naiv angefangen habe zu recherchieren, mit wem ich Kontakt aufnehmen könnte, um bei mir hier eine Ausstellung zu kriegen. Das Unternehmen glückte und diverse Zeichnungen und Fotografien Lynchs wurden aus den USA nach Bayern verschickt. Schließlich folgte der Künstler selbst seinen Werken. Und er ist während der Ausstellung dann auch gekommen. Es ist ja eine weite Strecke von L.A., also zur Eröffnung nicht, aber dann in der Ausstellung hat er mal nachgeschaut, ob ich auch alles recht mache. So kann man es nun dem Regisseur und Künstler nachmachen und dessen Bilder noch persönlich unter die Lupe nehmen.